Nun, da konnte ich nicht mit dienen, aber eine rote Krawatte habe ich mir angezogen. Ja, einige von euch haben auch eine rote Krawatte. Ja, weil heute Pfingsten ist, sind wir Gott sehr dankbar, dass er uns den Heiligen Geist gegeben hat, dass wir in dieser Welt nicht hilflos sind gegen alle Angriffe und Versuchungen des Satans, sondern dass wir mit dem Heiligen Geist, mit dem Geist der Wahrheit erfüllt Gott und Gottes Werk dienen dürfen. Ja, als kleines Pfingstgeschenk habe ich euch ein kurzes Lied mitgebracht, das ich von früher kenne, wo ich aber Klavierunterstützung brauche, weil die Melodie nicht so bekannt ist. Wach auf, du Geist der ersten Zeugen, die auf der Mauer als treue Wächter stehen, die Tag und Nächte nimmer schweigen und die getrost dem Feind entgegengehen. Ja, deren Schall die ganze Welt durchdringt und aller Völker Scharen zu dir bringt. So gib dein Wort und großen Scharen, die in der Kraft Evangelisten sein. Lass eilend Hilf uns widerfahren und brich in Satans Reich mit Macht hinein. O breite Herr auf weitem Erdenkreis, dein Reich bald aus zu deines Namens Preis. Lieber himmlischer Vater, hab vielen Dank, dass du uns diesen heiligen Sonntag schenkst, an dem wir uns versammeln und das Johannesevangelium-Bibelstudium fortsetzen dürfen. Hab Dank für Jesus, der uns durch sein zweites Wunderzeichen den Glauben an sein Wort lehren möchte. Bitte lass uns in dieser Stunde tief erkennen, wer Jesus ist und mit welchem Glauben wir zu dir kommen und dein Wirken in den jungen Menschen erfahren können. Bitte schenke uns ein offenes Herz und ein persönliches Wort. In Jesu Namen. Amen. Der Titel der Botschaft heißt Das zweite Zeichen Jesu. Das ist Johannesevangelium Kapitel 4 von Vers 43 bis 54. Leitvers ist der Vers 50. Wir möchten Vers 50 einmal gemeinsam lesen. Bitte. Jesus spricht zu ihm: Geh hin, dein Sohn lebt. Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. In der vergangenen Woche hatten wir die letzte Lektion aus dem Buch Nehemia studiert. Danken wir Gott, dass er jeden unter uns wie Nehemia als einen geistlichen Leiter für diese Generation gebrauchen möchte. Von Nehemia lernen wir seinen kompromisslosen Geist, mit dem er das Volk zum Mauerbau mobilisierte, alle Anfechtungen durch die Feinde zurückwies, mit dem Priester Esra für die geistliche Wiederherstellung des Volkes zusammenarbeitete und schließlich gegen den Säkularismus, mit dem Gottes Wort und Gottes Gebote relativiert wurden, entschlossen vorging. Wir werden das Buch Nehemia weiter studieren, zum Beispiel beim Junior Leadership Camp und auch beim Global Leadership Empowerment Forum. So wollen wir wie Nehemia den geistlichen Kampf bis zum Ende gegen den Humanismus und Relativismus und alle Missstände im Hause und Werke Gottes führen und als heiliges Gottesvolk für die geistliche Erneuerung und Wiedererweckung dieser Generation gebraucht werden. Heute setzten wir das Studium des Johannesevangeliums fort.
Wir werden das zweite von den 7 Wunderzeichen Jesu, die uns der Evangelist Johannes überliefert hat, studieren. Zunächst wollen wir uns einige Aspekte der vorhergehenden Kapitel ansehen und uns daran erinnern. Johannes Kapitel 2 berichtet von dem ersten Zeichen Jesu. Jesus verwandelte bei der Hochzeit in Kana Wasser zu Wein und segnete dabei den Gehorsam der Knechte. Weiter hatten wir kennengelernt, dass Jesus anlässlich des Passafestes nach Jerusalem hinaufzog und den Tempel von den Händlern und Geldwechslern reinigte. Die Juden forderten, dass Jesus diese Reinigungsaktion durch ein Zeichen legitimieren müsste. Da sprach Jesus von dem zukünftigen Zeichen durch seinen Kreuzestod und seine Auferstehung. Jesus tat auch weitere Zeichen, aufgrund derer viele an ihn glaubten. Doch Jesus vertraute sich den zeichensuchenden Menschen nicht an, denn er kannte sie alle. Der zeichensuchende Glaube genügt nicht, weil er nicht auf dem Wort Gottes gegründet ist und letztlich nur die Verbesserung der Bedingungen anstrebt. In Kapitel 4 hatten wir auch kennengelernt, wie Jesus einer durstigen samaritischen Frau diente, sodass sie Buße über ihre Männeranbetung tat, und das lebendige Wasser Jesu trank und zu einer Missionarin für ihre Stadt verändert wurde. Viele kamen durch ihr Zeugnis zu Jesus. Schließlich glaubten und bezeugten die Menschen: Von nun an glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, denn wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Welt Heiland. In dem heutigen Abschnitt, Kapitel 4, von Vers 43 bis 54, lernen wir Jesu geistlichen Kampf kennen, den Menschen dabei zu helfen, nicht aufgrund von Zeichen und Wundern oberflächlich zu glauben oder Jesus rein menschlich zu betrachten, sondern aufgrund des Wortes Gottes Jesus zu glauben und zu wissen, wer Jesus ist. Ja, wer ist Jesus? Jesus ist der Christus. Jesus ist der Messias, der uns von der Sünden- und Todesmacht errettet und das neue und ewige Leben gibt. Wir wollen auch den Glauben eines königlichen Beamten kennenlernen, der an das Wort Jesu absolut glaubte und Gottes Heilungsmacht im Leben seines todkranken Sohnes erfahren durfte. Gott schenke uns den persönlichen Glauben an Jesus aufgrund des Wortes Gottes, sodass wir in diesem Sommer die Heilungs- und Veränderungsmacht Jesu in den jungen Menschen erfahren und Deutschland als eine Hirtennation, Europa als ein Missionare sendender Kontinent aufgestellt werden. Teil 1. Ein Prophet gilt nichts daheim. Die Verse 43 bis 45. Sehen wir uns einmal die Verse 43 und 44 an. Wir möchten diese zwei Verse zusammenlesen. Bitte? Aber nach 2 Tagen ging er von dort weiter nach Galiläa, denn er selber, Jesus, bezeugte, dass ein Prophet daheim nichts gilt. Jesus kam von Samarien her. Die Samariter hatten kein Zeichen Jesu gesehen, aber sie kamen, als sie Jesu Worte hörten, zum persönlichen Glauben an Jesus. Durch diese Begebenheit gestärkt und ermutigt, zog Jesus nun hinauf nach Galiläa. Jesus wusste, dass die Menschen ihn in seiner Heimat menschlich als den Sohn des Zimmermanns betrachteten. Im Matthäusevangelium Kapitel 13 lesen wir, dass Jesus in seine Vaterstadt gekommen war und in ihrer Synagoge lehrte. Doch die Leute entsetzten sich und fragten: Woher hat dieser solche Weisheit und solche Taten? Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria? Und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Und seine Schwestern, sind sie nicht alle hier bei uns? Woher kommt ihm denn das alles? Und sie ärgerten sich an ihm. Auch wir dürfen Jesus nicht menschlich betrachten, sondern müssen ihn mit den geistlichen Augen sehen. In unserer Zeit betrachten viele Menschen Jesus menschlich und oberflächlich. Zum Beispiel als eine historische Person, als ein Religionsstifter, als ein Bedingungsverbesserer, als Friedensaktivist, als Umweltschützer, als Vertreter eines alternativen Lebensstils und so weiter.
Matthäus 11 sagt in den Versen 5 und 6, Blinde sehen und Aussätzige und Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Wer eine bestimmte Erwartung an Jesus hat, statt durch das Wort Gottes und durch die Lebensgemeinschaft von Jesus demütig zu lernen, wird sich früher oder später an Jesus stoßen und ärgern. Wer aber Jesu Worte hört und annimmt und ihnen gehorcht, der erfährt, dass seine Worte die Worte des Lebens sind, die uns Kraft und Trost und Zuversicht und lebendige Hoffnung geben. Die Worte Jesu geben uns auch klare Orientierungen für unser Leben, lassen uns in der Heiligung wachsen und verändern uns zu einer neuen Kreatur in Christus. Früher betrachtete ich Jesus sehr menschlich und oberflächlich. Er war für mich ein guter Mensch, der sich um Arme und Kranke kümmerte. Aber ohne ein Wort Gottes hatte ich keine persönliche Beziehung zu Jesus und lebte in Sünden getrennt und abgeschnitten von ihm. Durch die Initiative Liebe Gottes durfte ich Jesus aufgrund eines Wortes persönlich kennenlernen. In Markus 8, Vers 29 bezeugt Petrus über Jesus, du bist der Christus. Jesus wurde mein Christus, König, Heiland und Erlöser. In ihm wurde ich eine neue Kreatur. Nun darf ich mein Leben lang von Jesus lernen. Seine Liebe zu den Verlorenen, sein Hirtenherz, seinen Gehorsam, seine Hingabe, seine Vision und Hoffnung. Jesus ist der Schöpfer der Welt und unseres Lebens. Wir sind sein Eigentum. Wir sind geschaffen, um durch unser Leben Gott zu ehren, ihn anzubeten und seinen Willen zu tun. Jesus kam nicht, um unsere menschlichen Bedingungen zu verbessern, sondern um unser grundlegendes Problem, nämlich das Sündenproblem, zu lösen und unsere zerbrochene Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Als Gotteskinder lieben wir Gottes Wort und achten wir es hoch und gehorchen ihm. Dann können wir als ein heiliges Gottesvolk leben, seine Wohltaten verkündigen und für die Erfüllung von Jesu Weltmissionsbefehl bis an die Enden der Erde gebraucht werden. Wer Jesus nur menschlich betrachtet und Jesus für die Verbesserung seiner Lebensbedingungen gebraucht, der wird schließlich sich an Jesus ärgern und ihn verlassen, sogar Gottes Knechte verachten und Gottes Volk verleumden. Johannes Evangelium Kapitel 6 berichtet, wie Jesus eine große Menschenmenge mit 5 Broten und 2 Fischen satt speiste. Sie sahen alle das Zeichen der Brotvermehrung und waren von Jesus so begeistert, dass sie sprachen, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Doch als Jesus merkte, dass sie ihn aufgrund dieses Zeichens zu ihrem Brotkönig machen wollten, entwich er wieder für sich allein. Zeichenglaube ist nicht der Glaube, den Jesus sich wünscht. Zeichenglaube ist Anfängerglaube, der keine dauerhafte Lebensveränderung bewirkt, sondern der nach der Verbesserung der Bedingungen strebt. Als sich viele Menschen von Jesus abwandten, fragte Jesus die 12, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Bibelstudium bewirkt Glauben an das Wort Gottes. Gottes Worte schenken uns den persönlichen Glauben und die Heilsgewissheit, dass Jesus der Messias und der Christus Gottes ist. Als unsere ersten Missionare vor mehr als 40 Jahren von Korea nach Deutschland kamen und den Einheimischen mit Bibelstudium dienten, wurden sie oft missverstanden, indem einige stolze Menschen behaupteten, was wollt ihr hier? Warum seid ihr gekommen? Deutschland ist doch ein christliches Abendland. Wir brauchen euch nicht. Wenn wir Fragen zum Glauben haben, gehen wir zu unserem Pastor. So erfuhren Gottesleute zahlreiche Verwerfungen und Verleumdungen.
Doch aus dem Hirtenherzen kehrten sie nicht zurück, schlossen auch keinen Kompromiss, sondern beteten und dienten dem Jüngererziehungswerk durch Bibelstudium, Teams und Lebensgemeinschaft. Da erfuhren sie Gottes mächtiges Wirken durch sein Wort. Gott führte Einheimische zum persönlichen und lebendigen Glauben an Jesus, veränderte Kulturchristen und Atheisten zu Jüngern und Jüngerinnen Jesu und erzog sie zu verantwortlichen geistlichen Leitern und Dienern des Wortes Gottes. Es gibt sogar Christen, die Jesus für ihre eigenen Zwecke und Ziele ausnutzen. Zum Beispiel, um ihre Lebensbedingungen zu verbessern, soziale Kontakte zu pflegen oder einen Partner in der Gemeinde Gottes zu finden. Doch der Fokus des Zusammenlebens in der Gemeinde Gottes darf nie ein persönlicher Vorteil, sondern muss immer das Bilden des Leibes Christi durch den Gehorsam über Jesu Wort und seinem Weltmissionsbefehl sein. Wir dienen der Erziehung von Jüngern und Jüngern Jesu durch die Lebensgemeinschaft, gleich wie unser Herr Jesus es tat. Wir führen Lebensgemeinschaft im Haus Gottes, wie Jesus mit seinen Jüngern zusammen war. Wir gehen hinaus zum Campus, um dort Jesus zu verkündigen und seine Zeugen zu sein, weil es unser Herr so geboten hat. Wir bilden Bibelstudium-Teams mit den Studenten, weil wir glauben, dass Gottes Wort sie lebendig macht, dadurch Jünger und Jüngerinnen Jesu aufstellt und geistliche Leiter an jeder Uni und Hochschule aufstellen wird. Lesen wir die Verse 44 und 45 noch einmal gemeinsam. Bitte. Denn er selber, Jesus, bezeugte, dass ein Prophet daheim nichts gilt. Als er nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, die alles gesehen hatten, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte, denn sie waren auch zum Fest gekommen. In diesem Teil lernen wir, wer Jesus wirklich ist. Er ist der Welt Heiland, der Messias und Christus. Lasst uns Buße tun über allen zeichensuchenden Glauben, durch Jesus unsere Bedingungen oder Lebensumstände verbessert zu bekommen. Wir müssen an Jesus aufgrund des Wortes Gottes glauben, damit unser Glaube nicht wetterwendisch, sondern im Wort Gottes tief verwurzelt ist. Gott segne unser Bilden von zweier Bibelstudium-Teams, damit junge Menschen durch das lebendige Wort Gottes Jesus begegnen, seine Sündenvergebungsgnade annehmen, seine Veränderungsmacht erfahren und zu Gottes überaus großem Heer von Bibellehrern und geistlichen Leitern für diese Generation aufgestellt werden. Teil 2. Der Glaube eines königlichen Beamten. Von Vers 46 bis 54 betrachten wir Verse 46 und 47. Diese beiden Verse möchten wir auch mal zusammen lesen. Bitte. Und Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein Mann im Dienst des Königs, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa kam und ging hin zu ihm und bat ihn, herabzukommen und seinem Sohn zu helfen, denn er war todkrank. In Kana in Galiläa war der Boden durch das erste Wunderzeichen Jesu bei der Hochzeit am besten vorbereitet. Die Nachricht von Jesu Ankunft verbreitete sich wie ein Lauffeuer, sogar bis hin nach Kapernaum. Ein königlicher Beamter hörte von dem Kommen Jesu. Weil der Sohn dieses Beamten im Fieber todkrank da niederlag, war der Beamte sehr verzweifelt. Als Beamter in königlichen Diensten ging er aber nicht zu dem König Herodes Antipas. Als Beamter war er gewisslich auch hervorragend privat krankenversichert, aber er konsultierte nicht einen der besten Ärzte. Doch dieser Beamte hörte von Jesu kommen und machte sich auf, Jesus in Kana zu finden. Welch ein brennendes Vaterherz sehen wir hier in diesem Mann. Vielleicht war es sein erster und einziger Sohn. Der Beamte erkannte auch, dass angesichts der Lebensgefahr seines Sohnes sein sicherer Job als ein Staatsbediensteter
all sein Besitz und seine Anerkennung von den Menschen überhaupt nichts wert waren. In dieser Lage brauchte er die Hilfe des Messias, des wahren Königs. Würde Jesus kommen und helfen, dann könnte seinem Sohn geholfen werden. Und mit diesem Herzen eilte der königliche Beamte hinauf nach Kana. Der Weg führte beständig bergauf, von etwa 143 Meter in Kapernaum auf 633 Meter in Kana. Laut Google Maps beträgt die Wegstrecke etwa 40 Kilometer und dauert zu Fuß heute noch mehr als 8 Stunden. Und zudem brannte vermutlich die Sonne und es war sehr heiß. Doch dies alles hielt den Beamten nicht davon ab, Jesus zu suchen. Unterwegs dachte er bestimmt ohne Ende an seinen Sohn. Würde wohl die Zeit noch reichen? Würde er Jesus direkt finden können? Und würde Jesus überhaupt ein offenes Ohr für ihn haben? Alle diese Gedanken müssen dem Vater durch den Kopf gegangen sein. Und dann kam dieser Mann zu Jesus. Die Bibel schildert die Begegnung mit Jesus nicht ausführlich. Aber wir können uns vorstellen, dass der Vater vor Jesus demütig zu Boden sank und seine Bitte aus tiefstem Herzen vorbrachte. Herr, mein Sohn liegt todkrank, er hat hohes Fieber, komm doch bitte herab und sieh nach ihm. Nur du bist es, der ihm helfen kann. Und wie reagierte Jesus? Was sagte er zu diesem königlichen Beamten? Lesen wir einmal Vers 48 gemeinsam. Bitte. Und Jesus sprach zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Wow. Jesus reagierte ganz anders, als wir erwarten würden. Jesus tadelte den zeichensuchenden Glauben dieses Mannes. Doch der königliche Beamte reagierte nicht abfällig auf Jesu Tadel. Er hätte sagen können, redest du so zu einem königlichen Beamten? Was denkst du denn, wer ich bin? Nein, von all dem hören wir hier nichts. Der Beamte ließ sich auch nicht abweisen. Er bat weiter um die Barmherzigkeit des Messias. Sehen wir uns den Vers 49 an. Wer ist unter euch ein Vater? Könnt ihr mal kurz aufzeigen. Ja, alle Väter möchten einmal den Vers 49 lesen. Mit dem Herzen dieses Vaters. Bitte. Der Mann sprach zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Der Mann wusste, dass er völlig unwürdig war und keinen Anspruch hatte, irgendetwas von Jesus zu fordern. Aber er hatte einen demütigen und auch beharrlichen Glauben, in dem er sagte, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Im Markus-Evangelium Kapitel 7 begegnet uns eine Frau aus Syrophönizien, also aus heidnischem Gebiet. Als diese Frau zu Jesus kam und für ihre von einem bösen Geist gequälte Tochter bat, sagte Jesus, lass zuvor die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot wegnehme und werfe es vor die Hunde. Mit Kindern sind hier die Kinder Israels gemeint. Jesus hatte diese syrophönizische Frau menschlich gesehen sehr gekränkt. Die Frau hätte aufstehen, sich über Jesu Worte empören und weggehen können. Aber sie reagierte nicht verletzt, sondern sie bezeugte ihren unerschütterlichen Glauben. Sie antwortete Jesus und sprach, ja, Herr, aber doch fressen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Hunde. Sie verglich sich mit einem Hund, der kein Recht hatte, von Jesus etwas zu fordern. Aber sie hatte doch diesen Glauben, von den herabfallenden Brosamen der Kinder Israels zu nehmen. Was sagte Jesus dem königlichen Beamten und wie reagierte er? Sehen wir uns dazu den Leitvers, Vers 50 an. Wir möchten auch diesen Vers zusammenlesen. Bitte. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte und ging hin. Geh hin, dein Sohn lebt. Jesus ging nicht selber nach Kapernaum, aber er sagte dem königlichen Beamten,
Geh hin, dein Sohn lebt. Jesus lehrte den Vater, Glauben an das Wort Jesu zu haben. Hätte der Vater keinen Glauben gehabt, so hätte er wahrscheinlich erwidert, wie kann ich wissen, dass er lebt? Willst du nicht lieber mit mir kommen? Doch hier sehen wir, der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und er ging hin, durch den Glauben. Er ging hin. Dies offenbart den wunderschönen Glauben des Beamten an das Wort Jesu. An welches Wort Jesu glaubst du, Hirte Christoph? Amen. Was Gott sich auch von uns wünscht, ist, Glauben an das Wort Gottes zu haben. Gottes Worte sind keine leeren Worte, sondern sind Worte des Lebens. Durch sein Wort schuf Gott Himmel und Erde aus dem Nichts. Hebräer 11, 3 sagt, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Durch das bleibende und unvergängliche Wort Gottes sind auch wir wiedergeboren zu einem neuen Leben. So sagt 1. Petrus 1, Vers 23, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Das Wort Gottes ist gemäß Hebräer 4, 12 auch lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Der Satan fürchtet nichts so sehr wie das Wort Gottes. Als Jesus vom Satan versucht wurde, hat Jesus alle listigen Angriffe des Feindes mit dem Wort Gottes klar zurückgewiesen. Matthäus 4, Vers 4. Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Lasst uns wie der königliche Beamte absolut an das Wort Gottes glauben und das mächtige Wirken Gottes in unseren Hoffnungsträgern und Kindern durch sein Wort erfahren. Jesus arbeitete an dem Vater, nicht an dem Sohn. An dem Vater, nicht an dem Sohn. Um Glauben an das Wort Jesu in seinem Herzen aufzurichten. Gottes Knechte dienten und dienen auch uns und unserer nächsten Generation, indem sie absolut an das Wort Gottes glaubten. Da wurde Jesu Veränderungsmacht offenbar. Zum Beispiel hat Gott im letzten Jahr durch das GLI-Forum mächtig gewirkt, als Gottes Wort aus den 5 Büchern Mose tief studiert wurden. Einige kamen mit ihren Sünden zu Jesus und bezeugten die Gnade Gottes durch ihr Glaubenszeugnis. Gott wirkt auch in einigen Täuflingen durch das Bibelstudium, sodass sie eine Entscheidung treffen durften, sich als Zeichen ihres neuen Lebens taufen zu lassen. Der Glaube an das Wort Gottes, Matthäus 6, 33, Markus 11, Vers 22, half auch mir, bis zum Ende für einen jungen Mann zu beten, den ich menschlich gesehen längst aufgegeben hätte, sodass er aber mit der Hilfe Gottes verändert werden und sein Studium aus dem Glauben heraus siegreich abschließen konnte. Der Glaube an das Wort Gottes schenkt uns immer wieder neue Zuversicht, die sichtbare Realität zu überwinden und dem Glauben hinzugehen und Kindern und Hoffnungsträgern mit dem Wort Gottes zu dienen. Lesen wir den Vers 50 noch einmal gemeinsam. Bitte. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Mit diesem Wort ermutigt Jesus jeden von uns, Glauben für unsere Kinder und Hoffnungsträger zu haben. Er lehrt uns den Glauben, damit wir wie der königliche Beamte nicht an Jesu Worte zweifeln, sondern mit dem wunderschönen Glauben dieses Beamten hingehen. Hingehen zu unserem Campus, an unsere Uni und Hochschule, um dort Gottes Wort durch das Bilden von 2er Bibelstudium-Teams zu weissagen. Gott gab uns Hesekiel 37, Vers 10 als unser gemeinsames Leitwort. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie
und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein überaus großes Heer. Im Glauben und Gehorsam gegenüber diesem Wort Gottes wollen wir hingehen und Gottes Wirken durch sein Wort erfahren, dass geistig tote Gebeine lebendig werden durch Gottes Wort und an jedem Campus ein Abraham, eine Sarah des Glaubens und 12 Jünger Jesu aufgestellt werden. Wir dürfen das Wort Jesu an den königlichen Beamten ganz persönlich hören. Geh hin, dein Sohn lebt. Geh hin, dein Hoffnungsträger lebt. Gott helfe uns, nicht durch zeichensuchenden Glauben Jesus traurig zu machen, sondern aufgrund des Wortes Gottes zu glauben, zu beten, hinzugehen und Gottes mächtiges Wirken in den jungen Menschen zu erfahren. Was geschah, als der Vater an das Wort Jesu glaubte und sich auf den Weg zu seinem Sohn machte? Sehen wir uns dazu den Vers 51 an. Lesen wir auch diesen Vers zusammen. Bitte. Und während er hinabging, begegneten ihm seine Knechte und sagten, dein Kind lebt. Als der Vater durch den Glauben hinabging, kamen ihm einige seiner Knechte entgegen. Welch eine frohe Botschaft hatten sie für ihn. Dein Kind lebt. Amen. Sehen wir uns Vers 52 an. Lesen wir auch diesen Vers gemeinsam, bitte. Da erforschte er von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden war, und sie antworteten ihm, gestern um die 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Das war ein klares Zeichen dafür, dass der Knabe nicht von allein oder zufällig wieder genesen war, sondern dass es genau in der Stunde geschehen war, in der Jesus gewirkt und zum Vater gesprochen hatte. Geh hin, dein Sohn lebt. Viele unter uns denken in dieser Stunde auch an ihr Kind und ihren Hoffnungsträger, die sich in der geistlichen Krise, unter der Anfechtung des Satans oder in schlechter Gesellschaft befinden. Viele haben ein brennendes Hirtenherz, wie uns auch von dem frommen Hiob für seine 7 Söhne und 3 Töchter berichtet wird. Wisst ihr, was Hiob tat, wenn eines seiner Kinder eine Geburtstagsparty gefeiert hatte? Hiob Kapitel 1, Vers 5 berichtet, dass er sich frühmorgens aufmachte und Brandopfer nach ihrer aller Zahl darbrachte, denn Hiob dachte, meine Söhne könnten gesündigt und Gott abgesagt haben in ihrem Herzen. So tat Hiob alle Zeit. Viele Eltern tragen solche Herzensschmerzen um ihre Kinder. Und das Größte und Wichtigste, das wir für sie tun können, ist, dass wir das Gebet des Glaubens für sie alle Zeit darbringen. Und Gott sie inmitten aller Anfechtungen dieser Welt bewahrt. Wir denken an Nick Vujicic. Er wurde ohne Arme und Beine geboren. Bei seiner Geburt standen seine Eltern, seine Mutter war Krankenschwester, sein Vater ein Laienprediger, unter Schock. Aber sie betrachteten das Leben ihres Sohnes immer mit der Hoffnung Gottes. Und diese Hoffnung kam aus ihrem Glauben. In der größten Krise seines Lebens erinnerte sich Nick an die Liebe seiner Eltern, an ihre Gebete für ihn und an ihre Worte der Hoffnung, mit denen sie ihn als ein wunderschönes Geschöpf Gottes betrachteten. Heute gebraucht Gott Nick als einen Motivator und Evangelisten, der um die ganze Welt reist, um andere Menschen zu motivieren und ihnen das Evangelium zu predigen. Wir denken auch an Monika, die Mutter des Augustinus. Ihr Sohn Augustinus war fähig und hochbegabt. Doch auf der Suche nach der Wahrheit kehrte er sich vom Glauben ab und führte ein ausschweifendes weltliches Leben. Doch Gott segnete das beharrliche und tränende Gebet Monikas für ihren Sohn. Augustinus bekehrte sich und wurde zu einem einflussreichen Kirchenvater. Der königliche Beamte wusste, dass nur Jesus seinem Sohn helfen konnte. Durch den Glauben war er zu Jesus gekommen. Und nun erfuhr er, dass Jesus seinen Glauben gesegnet hatte. Die Knechte kamen ihm entgegen und brachten ihm die frohmachende Botschaft: Dein Kind lebt.
sehen wir uns Vers 53 an. Wir möchten auch diesen Vers zusammenlesen. Bitte. Da merkte der Vater, dass es die Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Anfangs war der Glaube des Beamten ein Notglaube gewesen. Aus der Not heraus hatte er sich aufgemacht, Jesus zu treffen. Aber dieser Glaube erwuchs zu einem Wortglaube. Der Vater glaubte an Jesu Wort. Geh hin, dein Sohn lebt. Und aus diesem Wortglaube erwuchs der Heilsglaube, sodass der königliche Beamte mitsamt seinem ganzen Hause selig wurde. Gott schenke uns solchen demütigen und absoluten Glauben an das Wort Jesu, sodass wir alle Zweifel und allen Unglauben dieser Welt überwinden und hingehen, um das Werk der geistlichen Erneuerung und der Wiedererweckung in unserem ganzen Hause, auch an unserem Campus, an den 1700 Unis in Europa, sogar bis hin in die muslimische Welt hinein zu erfahren. Gott schenke uns den absoluten und demütigen Glauben an das Wort Jesu. Geh hin, dein Sohn lebt. Geh hin, dein Campus lebt. Lesen wir noch einmal die Verse 50 und 53. Bitte. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte und ging hin. Da merkte der Vater, dass es die Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Lieber himmlischer Vater, danke, dass du uns durch Jesu zweites Zeichen lehrst, absoluten Glauben an das Wort Jesu zu haben. Vergib uns, dass wir Jesus oft menschlich betrachtet, nur wurzellosen, zeichensuchenden Glauben hatten. Danke, dass du uns hilfst, an das Wort Gottes zu glauben. Dein Wort, deinem Wort zu gehorchen und hinzugehen und die lebengebende und auch lebenverändernde Macht Jesu in den jungen Menschen zu erfahren. Geh hin, dein Sohn lebt. Geh hin, dein Hoffnungsträger lebt. Geh hin, Deutschland lebt. In Jesu Namen. Amen.